ai. Oh la la! Ja, auch wenn es einmal ein bisschen Stress ist, vom grossen Tisch zum kleinen Tisch über zu wechseln, aber wenn man die Musik hört, dann wird man automatisch ein bisschen entspannter. Wir haben das Bier vorne dran. Timo Elbling, Andreas Henni, ich freue mich sehr, mit euch zusammen ein bisschen zurückzuschauen auf die ersten drei Wochen der neuen National League-Saison, um ein bisschen Bilanz zu ziehen, um ein paar Teams auseinanderzunehmen. Ich hoffe, ihr seid vielleicht auch ein bisschen unterschiedlicher Meinung. Das lässt sich einrichten. Ja, das sind ihr aber selten, gell? Alter. Sind ihr meistens gleicher Meinung? Ja, es ist das so ein Verteidigungsteam? Die letzten zweimal ist das die richtige und die falsche Meinung, oder? Von dem her. Hauptsächlich Meinung. Genau. Aber wir gerne zum jetzt müde, dass wir miteinander widersprechen. Wir miteinander. Komm Timo, Prost. Und Prost auch euch daheim, wenn ihr da jetzt auch noch live im Zuschauen seid. Es gibt die Möglichkeit, dass ihr euch auch melden, falls ihr Fragen haben oder auch eure Meinung kundtun wollen zu eurem Team, wie ihr den Saisonstart gesehen von eurem Team. Wir sind sehr gespannt, das Telefon, das wäre ready. Ihr könnt jederzeit anrufen. Ich nehme jetzt auch noch schnell einen Schluck, wenn wir schon angeschlossen haben, muss man. Oh. Timo, du hast viele Spiele jetzt schon gesehen zum Saisonstart. Was sind so deine grössten Überraschungen, die du gesehen hast? Oder welches Team hat dich am meisten überrascht? Ja, sicher der Start von Biel, oder? Bis heute sind sie eigentlich fast makellos, oder sind makellos gewesen. Und sehr attraktiv sind sie auch gespielt, sehr erfrischend und so ein bisschen. Eben auch die Schillerfalter, die sie in ihrem Team haben extrem super aufgespielt. Heute für mich trotzdem eine recht grosse Enttäuschung, einfach auch die Art und Weise, wie sie den Match verloren haben. Und ja, und das ist so ein bisschen ein fader Beigeschmack, obwohl das jetzt für mich sicher die Mannschaft von diesem Saisonstart sind. Ja. Was mich noch speziell gedacht hat, eben auch gerade so ein Damien Brunner oder in der Person von Damien Brunner, wo man plötzlich irgendwie so eine Energie gespürt hat, der Spielfreude und hat auch viel gelacht, immer wieder in Highlights oder in Interviews, die wir auch so ein bisschen gesehen haben. Woher kommt das? Das ist nicht das erste Mal, dass man das beim Damien sieht. Aber dann ist er stark, oder? Wenn man ihn so sieht, genau. Oder? Aber also wir haben es gestern ein bisschen bei dem gehabt, oder? Der Antti Törmänen ist auch für ihn gespielt. Er ist glaubt sehr fest daran, dass eine gute Mannschaft ist. Eine Mannschaft, die kann eine Kultur haben, kann einen Standard haben, die aber eben auch die Kraft hat, eigentlich die verschiedenen Typen zu integrieren und an denen zu wachsen. Also, dass wenn jeder auf seinem besten Level ist, dass dann dass auch der Boden ist für eine Mannschaft, die Erfolg hat. Und das sieht man. Beim Antti hat es immer wieder verschiedene Spielertypen, die gleichzeitig aufblühen. Und so ein bisschen wie ein Gegenstück zu dem ist dann so ein Coach, der wirklich einfach die einen aufblüht und die anderen wie unter ihrem Level sind. Und das bietet sich halt jetzt sehr an bei Biel. Und ich glaube, da müssen wir auch jetzt mal das heutige Spiel vergessen. Das war einfach ein beeindruckender Saisonstart gewesen, wo sie jetzt mal die Messlatte sehr hoch gesetzt haben. Spezifisch auf den Damien Brunner ist sicher auch die Verletzungen. Oder? Ich meine, er hat letzten Jahr immer zu kämpfen mit Verletzungen. Und, er hat jetzt eben auch sehr stark durchspielen und das tut natürlich auch ihm gut. Oder zu wissen, er ist gesundheitlich parat und dann umso mehr Matches er kann spielen, umso besser dann für ihn. Oder? Du hast Antti Törmänen jetzt gerade angesprochen, hat letzte Saison eben nicht können dabei sein, weil er ja, mit Krebs gekämpft hat und den besiegt hat, jetzt zurück ist. Und jetzt, wo man das sieht, also wahrscheinlich es gönnt ihm jeder den Erfolg. Wie gross ist der Einfluss von ihm? Du hast mit ihm zusammen auch geschafft. Ja, genau. Ich glaube, wir freuen uns alle wahnsinnig für ihn. Und eben, ich meine, die Geschichte ist natürlich wahnsinnig und zeigt auch immer wieder irgendwie, oder relativiert alles ein bisschen, wo man irgendwie vielleicht manchmal ein bisschen zu gehen nimmt oder so. Aber Maxim, unglaublich gut. Die Geschichte auch von Biel finde ich das schön, dass sie jetzt irgendwie wie, ich will gar nicht von einem Risiko reden. Es ist einfach, wenn jetzt die Erkrankung hinter dir hast, dann kannst du ja nicht genau wissen, wie ist er dann wirklich zu Weg, wenn er da wieder in den Grind, einfach in den Härte-Rhythmus einsteigt und alles zusammen. Und super gegangen bis jetzt. Und es werden sicher ein paar, vielleicht auch schwieriger im Moment kommen und so weiter. Aber bis jetzt absolut erfrischend und eine schöne Geschichte für uns. Ich glaube, das ist sicher auch die Frage, oder wie wird Biel durch die Saison durchgehen? Oder ich glaube, wenn man die letzten Jahre ein bisschen anschaut, sind immer
ein attraktives Team gehabt, Spektakel geboten zum Teil, aber dann auch immer wieder die Phasen gehabt, wo sie wirklich auch sehr schlecht gespielt haben und plötzlich nichts mehr gegangen ist und dann fast nicht mehr aus der Negativspirale rausgekommen sind. Oder? Die Frage ist jetzt wirklich, sind sie jetzt einen Schritt weiter, sind sie ein Jahr also älter sozusagen, also mehr erfahren und das können sie jetzt durchziehen. Und Blick auf Playoffs, für mich ist es nie eine richtige Playoff-Mannschaft gewesen, oder? Darum für mich momentan sicher eben Biel jetzt die Mannschaft der Stunde, aber wenn ich die Saison anschaue, ist für mich sicher auch also eher jetzt Zug und Zürich, die ich als Top-Favorit immer noch sehe. Ja. Aber heute haben sie jetzt verloren mit 1-4 gegen die SCL Tigers und wir haben die Chance gehabt, mit dem Head Coach vom EHC Biel, mit dem Antti Törmöner, kurz nach dem Match zu reden. Yeah, of course, we have been happy with the results. A lot of great games, even go being behind there. A lot of good stretches from the individuals also, kind of, with we have some injuries there, so they have come in there well, and the team chemistry has been really good. And certain key moments, we have been really strong there, and but today not, and then the result is also different. Ja, er spricht es an, eben, er ist vor allem auch zufrieden, weil sie auch teilweise das Spiel gleich noch gewonnen haben, wo sie doch ziemlich noch im Rückstand waren, das Ganze noch aufgeholt haben. Sie haben vor allem eine gute Teamchemie. Und das hat man schon gehört, dass in dieser Garderobe, gerade auch, weil dann auch noch seit ziemlich viele Verletzte. Also wir haben einen Gaito Haas, der eigentlich jetzt auch schon glaube anderthalb Wochen bis zwei Wochen fehlt. Und ja, aber ich meine, Team ist immer gut, wenn es gut läuft. Oder? Ja, ja. Ich meine, es ist immer so. Ich bin noch nie in einem Team gesehen, wo jemand gesagt hat, Teamchemie ist schlecht, wenn es gut läuft. Oder? Ich habe jetzt mehr auf das auswählen, was jetzt das Resultat heute auslöst. Wenn du bis jetzt eine super Teamstimmung gehabt hast und jetzt so ein Resultat einfährst, sagst du Schwamm drüber? Ja, ich muss schon sagen, Schwamm drüber. Es ist einfach, was mich jetzt würde aufregen oder wo ich würde daran angehen, ist jetzt, dass man den Rekord können egalisieren, oder? Und ich glaube, es ist immer etwas Schönes, wenn man so einen Rekord, wenn es um so etwas geht, was wichtig ist, wo man dann nachher darüber reden und kann sagen, ich bin Teil von diesem Team gewesen. Und dann, wenn man natürlich heute sieht, die Art und Weise vom Spiel, wie sie diesen Match verloren haben, ist doch enttäuschend gewesen, meiner Meinung nach. Oder? Ich sehe es vielleicht anders, oder? Ich habe irgendwie mit sehr erfolgreichen Mannschaften dürfen spielen irgendwie 6 oder 7 Finalteilnahmen. Also eigentlich nur zweimal erlebt die außergewöhnliche Situation, dass eigentlich wirklich eine Saison von Anfang bis Z alles rund gelaufen ist. Und was ich aber erlebt habe, sind die Saison gewesen, wo alles rund gelaufen ist und dann in den Playoffs nicht geklappt hat. Also ich glaube, in der regular Season da ein bisschen schwierige Momente hat, das gehört absolut dazu. Und jetzt reden wir nicht von einem schwierigen Moment. Nein. Ich glaube auch jetzt irgendein so einen Rekord, oder gerade wo wir es gehabt haben von Genf, wo eigentlich der Rekordhalter ist, Saison 12-13, wo sie nachher nicht über das Halbfinale rausgekommen sind, relativiert alles ein bisschen. Ich glaube, man kann einfach noch nicht so viel sagen. Es ist sicher eine super Leistung bis zu dem Punkt. Und gleichwohl gerade so ein bisschen mit den Eigenheiten, die du auch so angesprochen hast, mit der Bieler Mannschaft, mit ein paar Schilderfaltern, mit ein paar starken Persönlichkeiten, die müssen richtig hart zusammenwachsen in dieser Regular Season. Das ist viel wichtiger, als dass sie auf dem ersten oder zweiten Platz sind, damit sie dann da gestellt in die Playoffs hineinkommen und dort wirklich eine Chance haben, irgendetwas zu reissen. Aber eben, die Zusammenwachsen, das passiert nicht immer vollgehen. Das ist passiert, wenn es wirklich mal eine Phase wird geben. Und das wird es wahrscheinlich geben, wo sie vielleicht mal ein, zwei, mal, drei Mal verlieren. Das schweißt noch mehr zusammen. Und dann kommt es darauf an. Und dann kommt der Charakter vom Team zum Vorschein. Und dann kommt der Charakter der individuellen Spieler zum Vorschein. Und das sind noch die Phasen von einer Saison, die dann wirklich auch für die Playoffs einem stärken. Ja. Also Biel heute verloren gegen Langnau. Und jetzt haben wir einen Langnau-Fan bei uns in der Leitung. Jetzt bin ich gespannt, was er uns zu sagen hat. Hallo! Hallo. Wer ist hier im Apparat? Das ist Remo, Langnau. Der Remo, direkt aus Langnau? Genau, ja. Bist du im Match gewesen? Nein, da haben wir nicht mehr Fan. Und? Wie hat es dir gefallen? Ja, super. Super gut. Also da mit dem Jesper Olofsson haben wir schon gerade einen geholt, hä? Ja, da haben wir einen gehabt. So. Das ist der Wahnsinn, oder? Ja, ist schon. Ja. Ein super Saisonstart von ihm und ich meine, grundsätzlich, du hast noch ein bisschen verfolgt, letzter eigentlich gut gespielt bei Bern und dann aber durch Verletzungen noch ein bisschen zurückgeworfen worden und beweist da jetzt wirklich allen und vor allem auch im SCB wahrscheinlich, dass da noch mehr drin gewesen wäre. Ich schaue gerade schnell auf die Tabelle, muss da ein bisschen spicken. Die SCL Tigers jetzt 8 Spiele, 9 Punkte. Remo, kann man gehen, oder? Ja, ist nicht der schlechteste Start, ja. Was ist es nicht,
Kein schlechter Start. Kein schlechter Start. Das kann man unterschreiben, oder? Vor dem Saisonstart. Kann man unterschreiben, oder? Ja, ja. Was hast du das Gefühl, könntest du das mitnehmen? Ja, ich denke so einfach. Gestern war es auch gleich schade. Gestern knapp, aber ja. Dafür kann man gleich sagen, wenn man jetzt den Tabellenführer schlägt am Samstagabend, kann man von einem guten Wochenende reden, oder, Remo? Das ist so, ja. Auf alle Fälle. Sehr gut. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Öffnest du auch noch ein Bierchen auf den Sieg? Ja, genau. Auf alle Fälle reden. Nicht auf Alkohol, nein. Nein, das ist gut. Bei uns ist es eben halt alkoholfreies. Vielleicht gibt es bei uns nachher auch noch ein richtiges. Danke vielmals. Remo, schönen Abend noch. Schönes Wochenende. Ciao. Ciao. Wenn wir es jetzt gerade haben von Top-Teams, die vielleicht ein bisschen ins Straucheln geraten, eben bei Biel, wenn wir jetzt noch nicht davor reden, mit denen einen Niederlage, früher oder später werde ich sowieso kommen, der EV-Zug. Dort ist es fast ein bisschen spannender, weil die haben jetzt dreimal hintereinander verloren. Das ist Fakt. Zweimal noch Verlängerung. Und heute aber gegen die Rapperswil-Jona Lakers. Ja, ja, und es ist fast ein bisschen mit Ansage gekommen, oder? Die haben zwar gut gespielt, also nicht gut gespielt, die haben zwar gewonnen, aber wenn man im Dan Tangens zugelassen hat, war er extrem hässig gewesen, oder? Ich habe noch mit ein paar Spielern geredet und sie haben gesagt, ja, es ist schon gut, dass wir gewonnen haben, aber der Coach ist wirklich nicht happy, oder? Und man hat gesehen, wie ich, er jetzt also anscheinend gesehen hat, oder? Und jetzt halt dreimal die Niederlagen hintereinander. Ja, es ist das also warum war er nicht happy gewesen? Auf die Art und Weise, wie sie gespielt haben. Ja. Ich glaube, eben, der Dan Tangens ist ein Trainer, der sehr, sehr modern coacht. Die ganze Organisation ist sehr modern und sehr, sehr spannend aufgestellt. Ich meine, die letzten zwei Saison, wie sie gespielt haben, sind es, ich würde sagen, also, es ist kein Weg an ihnen vorbeigegangen. Oder? Von dem her haben sie einen sehr hohen Standard für sich selber gesetzt, für die Liga, wo sie wenn in der Liga sind. Und haben einen okay Start gehabt und jetzt die drei Niederlagen. Ist wahrscheinlich enttäuschend für sie. Also sind sicher nicht zufrieden, wie sie jetzt momentan da stehen. Ja, also ich sehe ein paar Teams, wo vielleicht ein Level tiefer sind. Und dann sehe ich eigentlich fast 10 Teams, wo wirklich im Moment mehr darauf ankommt, was wir mit sich selber sind, am Arbeiten sind, wo wichtiger ist als das Resultat. Also, auch ein Lausanne, die sicher nicht eine einfache Situation hat, auch Bern, die nicht eine einfache Situation haben, sind gleich dabei, vom Spielerischen her. Mhm. Und wenn wir nachher vorne oder oben raus schauen, ich meine auch ZSC und Zug sind auf einem guten Level, aber sind nicht, also gerade Zug ist nicht genau auf dem Level, wo sie die Saison eingestartet sind. Und deswegen eben, also du spielst immer gegen den Gegner und gewinnen ist wichtig und alles zusammen. Aber was halt genauso wichtig ist, ist halt das Gleiche irgendwie. Eigentlich die wirkliche Beurteilung machst und dann dort in den Spiegel hineinschaust, dann musst du halt, dann ist halt gut und jemand die gewinnst und sonst gibt es Stress und alles zusammen. Aber was wirklich darauf ankommt, ist, dass du mit dir selber ins Gericht gehst, ob du wirklich auf dem Level bist, wo du musst sein, ob du das bringst, wo du musst und ob es der neben dir eben auch macht. Und die guten Teams, die funktionieren so, können gut einmal 3 Spiele nicht gewinnen. Aber sie sind besessen davon, dass sie besser werden jeden Tag. Aber bei diesen Top-Teams sind es wahrscheinlich Schräubchen, die noch ein bisschen gedreht werden müssen. Und bei anderen sind es dann eher grosse Schrauben. Wie vielleicht eben bei Lausanne, wo wir aktuell Tabellenschlusslicht haben. Weiter nochmal der Aufruf, wie der Emo aus dem Langnau. Könnt auch ihr gerne anrufen, eure Meinung kundtun, wenn ihr ein Fan seid vom Team und auch eure Bilanz zum Besten geben. Oder wenn ihr vielleicht eine Frage habt, hier in die Expertenrunde. Was ich noch ganz gerne würde, kurz herausheben, du hast es angesprochen, in dem Mittelfeld, das sind sehr viele Teams in dem Battle. Und das verspricht schon mal so, dass das eigentlich noch lange so kann reingehen kann. Bis fast schon dann, wenn es dann richtig Pre-Playoffs geht. Also dort ist die Spannung wirklich vorhanden. Gibt es das Team, wo euch jetzt besonders aufgefallen ist, positiv oder negativ? Ja, für mich ist positiv sicher Rappi, wo auch eine Phase hatte, wo sie 3 oder 4 Mal hintereinander verloren haben, aber meiner Meinung nach nicht so schlecht gespielt haben und jetzt einen Weg gefunden haben, die Resultate können zu kehren und positive Resultate zu kreieren. Was spannend ist im Mittelfeld, ich habe das Gefühl, so, alle haben mal so die Phase schon gehabt, wo sie 3-4 Mal verloren haben. Oder? Und ich glaube, das ist schon mal der erste Charaktertest für viele Mannschaften, um einen Weg zu finden, um da rauszukommen. Und bereits schon sehr früh in der Saison. Oder? Ich glaube, das ist auch positiv im Sinne, dass die meisten Mannschaften das geschafft haben. Ich glaube auch der SCB, der grundsätzlich sicher auch enttäuschend gestartet ist, hat gleich auch eine Reaktion können zeigen nach den ersten, sind es glaube 4 Niederlagen gewesen, oder?
Musst mich korrigieren. Nein, es sind vier. Gewesen. Die ersten. Zweimal gewonnen. Auch dort eine Reaktion. Gestern auch wieder dran gewesen, eigentlich. Ja, genau. Und von dem her, das ist eigentlich das Positive und das zeigt eben die Ausgleichheit in der Liga, wo spannend wird sein. Und ich glaube, das Mittelfeld, das wird sich noch lange so ein bisschen so ein hin und her bewegen, oder? Mit Phasen, wo es gut läuft und dann Phasen, wo es wieder ein bisschen mehr Mühe haben, die Teams. Ja. Gerade Rappi und Bern, wir haben sie auch angesprochen vor der Saison, neue Coaches, einige neue Coaches. Und auch da sieht man, oder? Jetzt bei den einen trägt es früher oder später jetzt Früchte. Oder ich meine, eben, das braucht ja Zeit teilweise. Gerade bei Rappi hat man es jetzt ziemlich deutlich, oder es macht zumindest den Anschein, dass das jetzt verhebt, dass das funktioniert. Ja, also es gibt jetzt schon einen relativ grossen Unterschied, oder? Also Rappi hat mit Janik Steinmann eine Kontinuität auf der GM-Position. Das ist jetzt vielleicht nicht ganz überraschend gewesen. Er kennt Stefan Hedlund schon lange vor einer gemeinsamen Zugerzeit. Die kennen sich schon lange, sind schon lange im Austausch. Das ist irgendwie von langer Hand, hat man da gewusst, dass man die Richtung will. In Bern hat es sicher einen disruptiver Wechsel gegeben, im Sinne von, dass dort wirklich etwas Neues gekommen ist und etwas Altes abgeschnitten worden ist. Aber eben dort ist man schon ein bisschen Schweizer gekommen, zu Rappi. Dort hat man viermal zum Start verloren. Ja, und genau. Ich meine, vor allem nach der Saison Tomlinson. Jetzt haben wir endlich mal das Disagreement-Team und ich schieße los. Nein, aber ich meine, der Jeff Tomlinson hat ja den Club geprägt. Oder? Ich meine, unglaubliche Resultate erzielt, ist aufgestiegen. Schluss, ins Halbfinale geführt. Ins Halbfinale letztes Jahr, den Cup gewonnen. Und ich meine, das braucht dann schon noch Mut von einem Sportchef zu sagen, ich mache jetzt da den Switch und ich hole jetzt den Rennen. Das war schon vorher gewesen, oder? Ja, aber gleich. Ich meine, er hat ja vorher noch nicht also gute Resultate gehabt. Und ich meine, er hat vorher gute gehabt. Der Tomlinson? Ja. Eben? Ja, nein, das ist Prague. Also am Schluss sind sie dann nicht in die Playoffs gekommen und man hat irgendwie, also der Diskurs ist ja dann gewesen. Wir sind ja erst aufgestiegen, aber man hat gesehen, die kontinuierliche Steigerung von der Mannschaft. Dass sie besser geworden sind. Okay, und dann trotzdem, wie soll ich sagen, hat der Steinmann gefunden, okay gut, den Wechsel machen wir jetzt. Ja. Und hat sich davon versprochen, dass sie durch das vielleicht nochmal einen grösseren Schritt machen können, sonst hätte er ihn ja nicht gemacht. Natürlich, aber ich meine, kurzfristig, mittelfristig war es so ein Risiko gewesen, oder? Und ich meine, natürlich. Wenn er dann die ersten vier Matches gerade verliert, dann ist der Steinmann sicher auch daheim und denkt, hey, also hoffentlich gewinnen wir jetzt mal, oder? Weil ich meine, es ist ja nicht so, dass man sagt, eben, ich meine, das haben wir auch schon diskutiert, Hockey ist emotional, ich meine, es hat Fans und man lebt im Moment, oder? Und wenn man dann ein paar Mal verliert, ist dann schnell mal alles schlecht, oder? Und ich glaube, eben, dass man ihm dann auch Geduld, dass er auch Geduld gehabt, oder hätte, dann gehabt, um zu sagen, okay, wir ziehen das durch. Das ist er sicher, aber ich meine, der Druck auf die Mannschaft wäre dann auch grösser geworden. Aber das ist für mich der springende Punkt, oder? Das haben wir auch schon gehabt. Wenn du eine Strategie hast, dann musst du dir gut überlegt haben. Du musst deine Hausaufgaben gemacht haben. Und du musst sehr viel darin investieren. Wieso machen wir was, wie? Wir müssen auf dem Radar haben, was hat es alles für Schwierigkeiten, was hat es für Hindernisse in der Umsetzung und Erreichung von dieser Strategie. Dann musst du sie aber durchziehen, weil du hast dann nachher alle an Bord. Du hast dann nachher deine Mannschaft, du hast den ganzen Verein an Bord. Und das ist einfach eine Sportkrankheit, dass man einfach da das Gefühl hat, man tut einen Trainer entlassen und dann stellt man einen anderen an und dann hat man eine neue Strategie. Das ist nicht eine Strategie. Und das ist wie jetzt auch die Chance vom SCB. Es ist die Chance und halt auch das Risiko. Wenn eine Strategie schlecht ist, dann muss ja umso grösseres Risiko sein, weil du müsstest sie eigentlich dann durchziehen. Und wenn sie halt dann immer nur schlechte Resultate bringt, dann ist es halt eine sehr schlechte Strategie gewesen. Aber darum hast du ja die Leute, die die Entscheidungen treffen, die sehr grosse Verantwortung haben. Und ich glaube eben schon, dass jetzt in Bern eine Chance besteht, dass da größere Kontinuität, mit größerer Ruhe kann etwas erarbeitet Geduld. Werden. Genau. Und halt jetzt auch ein bisschen Resultat unabhängig, zumindest mal eine halbe Meisterschaft lang. Aber eben auch Rapperswil. Und das sind sehr gute Entwicklungen für unsere Meisterschaft. Du musst eine Zeit haben, um etwas aufzubauen. Und Geduld ist immer ein rares Gut. Je schlechter die Resultate sind, normalerweise umso mehr. Aber es ist der einzige Weg, wie du etwas Nachhaltiges kannst aufbauen kannst. Und das spricht für unsere Liga. Wir sind so weit, wo du einfach irgendwelche Shortcomings oder Fehlentscheidungen strategisch nicht einfach mit ein bisschen Geld kannst zukleistern. Du musst wirklich gute Entscheidungen treffen und dann musst du die durchziehen. Und am Schluss, wenn es gut gegangen ist, dann hast du viele Freunde. Du musst sie dann durchziehen, wenn dir alle sagen, du hast keine Ahnung von dem, was du machst. Und dann musst du anstand deine Leute schützen. Und auf dem Weg sind wir in dieser Liga, das sieht man mehr und mehr. Das ist eine sehr gute Entwicklung. Und auch der Fakt, das ist jetzt nur ein kleines Detail, aber dass gewisse Teams
einmal der zweite Goalie reintun. Und wie beispielsweise Lugano, Thibaut Fatto, der gespielt hat, 2001er Jahrgang, Rapperswil heute mit dem Noel Bader im Goal gewonnen. Mhm. Ja, aber der Noel Bader ist jetzt auch nicht niemand. Ich glaube, der Noel Bader ist ein bisschen im Schatten vom Niffeler, klar. Aber wenn man jetzt seine Karriere auch ein bisschen verfolgt, wie er sich entwickelt hat, wo er auch immer auch gute Leistungen gebracht hat, wo er für den Niffeler reingekommen ist, hat er aber auch ab und zu ausgeholfen in Zug, im Farmteam. Ich finde ihn eine sehr gute Nummer 2. Natürlich, der Niffeler ist dort ein halber Heiliger, klar, oder mit den Erfolgen, die er gemacht hat. Aber das ist eine Tendenz, die man überall sieht. Ich meine, das sieht man vor allem auch in Amerika. Es braucht zwei Goalien heutzutage. Und das ist essentiell, auch mit dieser Intensität. Aber das wäre jetzt beim Tomlinson nicht passiert, oder? Tomlinson hat den Ball zum Teil angebracht. Ja. Also das ist nicht aber der Foto hat jetzt auch schon das zweite Spiel gespielt. Ja, das zweite Spiel. In Genf, Fussler. Der Hollenstein hat sicher auch schon 3 in Zug gespielt. Ich meine, mehr an das, was du gesagt hast, oder? Dass man das sich jetzt Zeit nimmt, oder? Und nicht auf Resultat auch nur spielt. Ja, das also dass man nicht einfach jeden Tag heute will gewinnen, egal was morgen ist. Oder? Ja. Und ich meine, ein weiterer Faktor jetzt bei dieser Goalie-Thematik ist sicher eben die Teams, die wir jetzt hier genannt haben, Lugano, Zug, die spielen natürlich auch Champions League. Es sind mehr Spiele in der Liga geworden. Mhm. Die Belastung ist einfach grösser und entsprechend. Ja, aber halt, ich meine, auf der anderen Seite sind wir gleich noch immer in der Unterhaltungsbranche. Also ich meine, ich gehe jetzt in den Match schauen, wenn der Trainer sagt, heute müssen wir jetzt nicht unbedingt gewinnen. Ich meine, es ist immer noch Sport, es ist immer noch Sieg und Niederlage. Und Spiel willst du ja schon gewinnen. Natürlich, ja. Aber du machst dir jetzt wahrscheinlich nicht, weiss ich, was für Gedanken. Jetzt eine forcierte Gegenposition. Ich sage nur mal, der Chris Bexoli hat heute mit dem Vater gesagt, nein, aber ich meine, heute sind wir in Lugano unter Nein, aber es ist schon die Diskussion, wenn man sagt, ja, wir gehen jetzt mal eine halbe Saison in einer Mannschaft Zeit, um zu schauen. Ich meine, ob jetzt die Fans vom SCB sagen, wir lassen uns jetzt mal Zeit, eine halbe Saison, und dann schauen wir, wo wir stehen. Ich glaube, das sind auch nicht Ansprüche, die dann vielleicht 1:1 das abbilden, wo die Erwartungen sind. Ich würde es anders formulieren, oder? Die Gefahr ist, also wenn du jetzt diese Saison alles forcierst und das Maximum kannst du rausholen, ist, sagen wir, am vierten Platz. Und der Preis von dem ist aber, dass der Joshua Farni und der Jeremy Gerber sich nicht weiterentwickelt haben, wie sie könnten, wenn du Sechster wirst und dann haben sie wirklich einen riesen Schritt gemacht. Das ist jetzt ein rein hypothetischer Fall, oder? Dann hast du nicht Value geschaffen, sondern hast weniger Value, als du gehabt hättest, wenn du auf die Jungen gesetzt hast. Die Schwierigkeit von dem ist natürlich schon, wenn du nachher dann sagst, ja, wir sind da ein bisschen im Umbau. Und das nächste Jahr auch noch. Und das Jahr, also wenn nachher sich das ein bisschen einschleicht in die Kultur, ja, das ist extrem problematisch, weil du musst ja extrem klar sein, so ein Haufen, so ein Team funktioniert ja nur, wenn es eine ganz klare Ansage gibt. Und die Ansage ist, wir erwarten jeden Tag die maximale Qualität und den maximalen Einsatz von jedem. Und die müssen dann irgendwie halt an Bord sein, dass wenn man mal einer Nummer 2 eine Chance gibt, dass das halt nicht in Konflikt aber es heisst nicht, dass man einer Nummer 2 oder einer Jungen eine Chance gibt, dass man dann automatisch sagt, man tut jetzt einfach investieren für die Zukunft. Ich meine, zum Beispiel Genf hat das ganz gut gezeigt, die letzten 2 Jahre, wo sie viele Verletzungen hatten, wo dann aber auch Junge reingekommen sind. Mhm. Und die Jungen sind nicht reingekommen, weil sie einfach, ja, die haben auch müssen die Chance bekommen, weil sie auch Verletzungen gegeben haben. Und dann sind sie aber reingekommen und haben die Chance noch wahrgenommen und sind dann auch ein Mehrwert gewesen für das Team. Und mittellangfristig für das Team haben die noch viel mehr Optionen bekommen. Und ein Erfolgsfaktor jetzt gesehen von Genf, dass sie so konstant da vorne mitgespielt haben. Oder? Und ich meine, das haben wir heute auch thematisiert, dass da von den Jungen, die jetzt in dem zweiten Jahr sind, da muss wieder mehr kommen und sonst hat Genf ein Problem. Aber Juniorenausbildung, das ist nicht die Aufgabe von einer ersten Mannschaft. Ich meine, die Jungen müssen auch die Chance sich verdienen und dann reinkommen und probieren, einen Unterschied zu zeigen. Und sonst gibt es ein ACB oder gibt es Elite oder dann halt was auch immer. Oder? Ich meine, einfach sagen, wir tun jetzt hier investieren, dass nachher die irgendeine ein Value bringen, das geht für mich aber auch nicht ganz auf. Oder? Aber ist wahrscheinlich auch einfach gesundes Mittelmaß. Also ja, aber gesundes Mittelmaß. Es muss auch natürlich die Qualität von den Jungen. Mittelmaß tönt immer gut. Tönt einfach immer gut, den kannst du immer bringen. Ja. Sag mal, Leute eigentlich niemand mehr. Ist das aber Team, ich höre nur auf dem Ohr der Produzent, der sagt, sollen dann langsam sie heimgehen? Müssten wir Lichter fertig machen. Löschen. Die ganze Crew wird eigentlich schon gehen. Wir können nachher noch weiter diskutieren. Es ist interessant, aber hast du noch schnell abschließend? Unbedingt. Aber man muss stoppen, was der hat. Ich finde, das ist Arena. Es ist schon wünschenswert, dass ich das letzte Wort habe.
Nein, es ist, oder du sagst schon richtig, ein Junge muss nicht einfach, weil er jung ist, soll er spielen. Aber wenn man spielt, dann kann er nicht einfach nach dem ersten Fehler nachher auf dem Bänkchen hocken bleiben, sondern muss Geduld haben mit dem Muss auch in der ersten Mannschaft. Aber der Junge kommt heute rein und sagt, ich bin ein Techniker, ich muss erst zwei Dinge. Das gehörst du immer wie mir. Hast du Junge dir gesagt, wo kommst? Ja, logisch, habe ich das auch schon mitbekommen. Ja, gut, im Vergleich zu dir sind halt alles Techniker. Nein, jetzt wird es wieder persönlich, wenn ich kein Argument habe. Lian Bichsel von Biel spielt jetzt in der schwedischen in der SHL. 17. Mhm. Hat heute gerade wieder gespielt. Spielt dort dritter, vierter Verteidiger. Ja, die Schweden sind noch nicht so gut wie wir im Moment. Gut. Das wäre das Schlusswort in dem Sinne. Es gibt aber Potenzial für weitere Diskussionen in unserem Backcheck-Talk. Vor allem ist es auch schwierig, um schon, eben wie gesagt, eine Bilanz zu ziehen. Noch, was haben wir? 7, 8, 9 Spiele. Aber es hat schon einiges zu diskutieren gegeben. Sehr interessant gewesen. Danke vielmals, Timo Helbling. Andreas Henni, das ganze Wochenende. Danke fürs Zuschauen. Und ja, wir sind dann am Dienstag wieder für euch da. National League, dann das Spiel ZSC 1 gegen HC Davos. Schönes Wochenende noch miteinander.